Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hashimoto 360 Grad. Heute mit dem Thema Hashimoto und Zinkmangel. Der dritte Teil in dieser Woche haben wir uns ja schon mit Eisenmangel und Selenmangel beschäftigt. Heute nun der Zinkmangel. Zinkmangel führt oder kann zu Schilddrüsenproblemen führen. Das Problem beim Zinkmangel ist, dass der Zinkmangel sich ähnlich äußert mit Symptomen wie zum Beispiel eine Schilddrüsenkrankheit. Die Schilddrüsenkrankheit, beziehungsweise mit einer Schilddrüsenkrankheit haben wir ja nun manchmal auch Probleme mit Haarausfall oder auch mit dünner werdenden Haaren. Chronischer Durchfall kann hier auch mit daran beteiligt sein an den Symptomen. Geruchssinn, Geschmackssinn ist eingeschränkt. Und von daher ist es da nicht wirklich leicht festzustellen, ob man einen Zinkmangel hat, zumindest an den äußeren Symptomen. Hier ist es in der Tat auch notwendig, mal beim Hausarzt oder bei deinem behandelnden Arzt nachzuhaken, habe ich denn Zinkmangel? Blutabnahme und das Ganze abklären lassen. Ja, um hier wirklich sicher zu gehen, dass da mit dem Zink alles gut ist. Warum das auch noch weiterhin wichtig ist, das klären wir gleich noch. Da kommen wir gegen Ende nochmal zu. Zink wird hier vor allen Dingen vom TSH für eine reibungslose Funktion benötigt. Damit hier auch das T3 vernünftig produziert werden kann und deine Schilddrüsenhormone weiter aktiviert werden. Ein Fakt, das finde ich sehr ja, wie soll ich sagen, ich als Mann, mich betrifft das weniger, aber die Frauen sollten das nicht aus den Augen verlieren, denn wenn du deine Monatsblutung hast, dann kann es passieren, dass dein Zinkwert hier stark in den Keller rutscht, da hier Zink verbraucht wird. Zink hat eine sehr antientzündliche Wirkung und das ist wirklich wichtig, wenn wir jetzt eine Autoimmunerkrankung haben, eine Autoimmunkrankheit, die auch die Schilddrüse betrifft. Das ist auch wichtig bei Diabetes. Wie du vielleicht schon festgestellt hast, gehen Hashimoto und Diabetes dann doch öfter mal nebeneinander her. Oder Hashimoto hat als Folgeerkrankung oder als Begleiterkrankung die Diabetes. Und von daher ist es wichtig, da auch mit Zink zu unterstützen. Ich habe hier noch ein paar Medikamente, Stoffe und Faktoren, die als Zinkräuber bekannt sind. Antibiotika können hier mit reinspielen, Blutdruckmedikamente, Diuretika, wenn man hier Wasser verlieren möchte, weil man Ödeme ausschwemmen will. Medikamente, wie jetzt schon in den letzten Tagen festgestellt, die als Hormonersatztherapie genutzt werden, also hier auch Östrogencremes, Östrogenpflaster und so weiter, sind hier auch als Zinkräuber bekannt. Dann auch wieder ein Grund, warum ich dafür plädiere, keine Milchprodukte mehr zu sich zu nehmen. Das sogenannte Casein, das Protein der Milchprodukte, ist hier als Zinkräuber bekannt. Das Rauchen sollte dann definitiv eingeschränkt werden oder am besten gar nicht mehr geraucht werden. Und wenn man hier darauf achtet, dass man entsprechend sein Zinklevel hochschraubt, das ist natürlich mit dem Hausarzt abzuklären. Dann sollte man zwischen 15 und 50 Milligramm zu sich nehmen. Ich empfehle eine Dosierung von 25 Milligramm. Das aber bitte vorher mit dem Hausarzt abklären. Was wichtig ist, du solltest Zink mit deinen Schilddrüsenhormonen einnehmen, sondern ja, ein paar Stunden Zeit dazwischen lassen. Mindestens 4 Stunden sollten also dazwischen sein zwischen der Zink- und der Hormoneinnahme. Warum du auch mit deinem Hausarzt sprechen solltest, liegt daran, wenn du einen Überschuss an Zink hast, kann das die Aufnahme von Kupfer hemmen. Daher ist es also wichtig, auch die Kupferserumwerte prüfen zu lassen bei deinem Hausarzt. Sind diese im Verhältnis zum Zink zu hoch, dann kannst du Zink als Monopräparat aufnehmen. Ansonsten empfehle ich dir ein Kombipräparat mit Zink und Kupfer.
Und wirst du sagen, Zink als Nahrungsergänzungsmittel, ich mag das eigentlich gar nicht so. Oder Peter, was gibt es noch für Möglichkeiten, Zink zu sich zu nehmen, außer in Form von Nahrungsergänzungsmitteln? Da kann ich dir ein paar Tipps oder ein paar Lebensmittel nennen. Unter anderem viel in Nüssen, vor allem in den Paranüssen. Die haben wir ja schon beim Selen mit dabei gehabt. In Kürbiskernen und in den Avocados. Trockenfrüchte sind ja auch noch mit dabei. Bei den Trockenfrüchten ist es aber wichtig, dass du da halt darauf achtest, nicht zu viel zu dir zu nehmen, weil die ja dann doch schon wieder viel zu süß sind. Ja, das war's zum Thema Hashimoto und der Zinkmangel. Nun weißt du also, wie du deinem Zinkmangel entgegenwirken kannst. Und ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende mit viel Sonnenschein. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Nächste Woche werde ich noch rechtzeitig bekannt geben, zu welchen Uhrzeiten Hashimoto 360 Grad ausgestrahlt wird. Natürlich am Dienstag wieder leichter Leben mit Hashimoto TV. Und ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Woche. Tschüss, dein Peter.